Diese Ringerinnen kämpfen für ihr großes Ziel, Olympia. Und das, obwohl es dem weiblichen Geschlecht in der Mongolei verboten ist, an traditionellen Ringkämpfen teilzunehmen. Keine weiß das besser als Sorozon Boldin-Bazecek, die Bronzemedaillengewinnerin von London. Die Bedingungen in ihrem Land sind für Frauen schwierig. Für Männer ist es generell einfacher zu ringen. Frauen müssen mental zäher sein. Ringen ist in der Mongolei eine nationale Obsession, aber lange Zeit eine Männerdomäne. Doch mit dem olympischen Debüt 2004 in Athen änderte sich etwas. Die Wahrnehmung, gerade auf das Frauenringen, ist seitdem eine ganz andere. Jetzt sehen die Menschen, wie großartig unser Leben geworden ist und sagen, dass wir einen tollen Job gemacht haben. Früher dachten sie, das ist lächerlich. Ganz anders 2012. Wie eine Nationalheldin wurde Sorozon Boldin-Bazecek nach dem Gewinn der Bronzemedaille empfangen. Heute, 4 Jahre später, blicken die Mongolen mit großen Hoffnungen auf sie und ihr Team. Ich empfinde die Erwartungen der Leute nicht als Druck. Mein Ziel ist es, in Rio zu starten, meine beste Leistung zu bringen und eine Goldmedaille zu gewinnen. Ich arbeite hart dafür. Nach dem Training auf der Matte gibt es noch ein mentales Training für die 26-Jährige. Der Fokus hier draußen in der mongolischen Steppe richtet sich einzig und allein auf die erste Goldmedaille im Ringen für die Mongolei.